Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich bin mal wieder im Livestream, aber ich war jetzt auch 9 Tage nicht aktiv. Also kleine Sommerpause oder kleine Schaffenspause, so kann man es eher sagen. Einen Tag hat meine OBS gesponnen, da konnte ich weder Stream noch aufnehmen. Das lag an irgendeinem Plugin, weil wir hier ein Update bekommen haben. Aber ich habe da die ganze Zeit dauerhaft Clash of Clans durchgespielt. Wir haben die Liga gut gehalten, in allen Clans, glaube ich. Ja, in allen Clans, meine ich. Und sind weder auf noch abgestiegen. Also auch das hat super, super funktioniert. Weil nach der Liga habe ich, glaube ich, so gut wie gar nichts gemacht. Wir haben die Liga natürlich hier mal im Livestream verfolgt. Nur, es gibt eine Sache, die hab nur ich. Es gibt eine Sache, die hab nur ich, das weiß ich. Und es hat auf jeden Fall hier was mit zu tun, mit dem Shop. Okay, das habt ihr natürlich auch. Ihr habt euch das auch alle gekauft, ich weiß. Der Warden, ich finde den Warden eigentlich ganz gut. Aber 11,99, ihr wisst, Geiz ist bei mir mehr als geil. Und es ist nur ein Skin, er macht mich nicht besser. Ja, ich wollte erstmal im CK angreifen hier. Es ist nur ein Skin, der macht mich nicht besser. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ich muss mal eben schauen, wie ich den eigentlich angreifen wollte. Ich wollte den so richtig blöde angreifen hier. Ich weiß es selber. Mit einer Blimp passt so. Können wir so machen. Mein Hund fliegt jetzt da unten auf 9 Uhr, auf 12 Uhr. Und ich würde aber trotzdem die Blimp hier da reinfahren lassen. Also von hier soll die Blimp kommen. Von da der Hund. Und von hier die Blimp. Hatte ich mir jetzt so überlegt. Ja, kann man ja so machen. Damit wir hier schon so ein bisschen in Rathausnähe kommen. Wir müssen nur ein bisschen fix sein. Weil wir hier mitten auf der Klamburg gelandet sind. Das ist natürlich manchmal nicht so prall. Aber wir kriegen den Adler. Wir kriegen das Rathaus. Viel mehr, glaube ich. Na, der Scattershot wäre noch ganz schön. Wenn wir den noch bekommen könnten. Vielleicht noch den Single It, jawohl, den kriegen wir auch noch. Und wir kriegen auch ein bisschen Clanburg. Na, nicht wirklich, okay. Die Clanburg wird mir gerade zerschlagen. Ist aber nicht so schlimm. Nehmen wir so mit, würde ich sagen. Und gehen wir rein mit dem Rest der Meute hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und eine Walküre habe ich mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier eine Walküre mitgenommen habe. Allerdings sollten die Lager hier mal fallen. Dass meine Truppen hier so ein bisschen drin bleiben, würde ich sagen. Ja, da bleiben sie auf jeden Fall ein bisschen drin. Ja, die stehen jetzt natürlich erst, aber der Beschuss ist noch marginal, würde ich sagen. Meine Rotzreiter müssen halt so ein bisschen weiter überleben hier. Und ab und zu müssen wir mal so einen hier hinterher schicken. Jetzt kommen wir hier zu dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen kritischer wird. Hier können wir auch einen mit reinschicken. Denn hier am Monolithen wird es ein bisschen härter, Leute. Das wisst ihr selber. Da wird es ein bisschen härter. Und vor allen Dingen auch an der Queen dort. Und wir nehmen mal die Roy Championatin dort. Und die kriegt den eigenen Heiler mit dabei. Noch sieht es ganz gut aus für die 3 Sterne. Allerdings ist der Weg auch noch sehr, sehr weit. Ich habe hier hinten nichts, was ich hier machen kann, oder? Warte mal, kann ich noch so ein bisschen was hier tun? Ah ja, doch, können wir doch noch machen. Okay, können wir doch noch machen. Sehr schick. Können wir damit Cleanup machen oder haben wir hier noch einen Helden? So, wo sind meine Orks? Wo sind meine Orks hier? Ah, 39 Sekunden. Das wird wieder ein enges Spektakel hier. Scheiße. Ah. Ah, okay. Hier ist noch ein Held, aber der interessiert nicht. Wir müssen nur den Rest der Base schaffen. Das sieht aber noch ganz gut aus. 23 Sekunden, hier unten ist alles weg. Alle Gebäude weg. Die Bären hier schön am Knabbern an den Mauern. Aber hier oben ist auch alles weg. 3 Sterne-Hai bitte. Einmal ein Ausrufezeichen Hype in den Chat. Dann haben wir auch mal wieder endlich mal einen Hype. Ihr habt ja den ganzen Abend gepennt. Sonst mache ich mir den Hype jetzt selber, Leute. Nach 100 Jahren hole ich mal wieder 3 Sterne. Aber der Gegner vielleicht auch. Okay, macht auch nichts. Können wir so reingehen. Aber ich wollte euch ja zeigen, was ich eigentlich habe. Warte, ich mach mal eben den Hype. Den könnt ihr wahrscheinlich gar nicht. Da haben wir, so muss es sein. So. Aber alle Abonnenten sind hier am Pennen. Aber das, was ich eigentlich habe und das, was ihr nicht habt, ich meine, ich mache 3 Sterne und ihr nicht, stimmt natürlich nicht, sondern mir ist das aufgefallen, nicht auf dem Account, falscher Account. Mir ist das aufgefallen auf einen ganz anderen Account.
Und zwar auf dem Account meines Rathaus 15, meines Avatars. Auf dem ist mir etwas aufgefallen, was nur ich habe. Das habe nur ich. Jede Wette. Weil das hat mein 16er nicht, das hat mein 13er nicht, das hat mein 12er nicht, mein 11er nicht, mein 10er nicht, mein 9er nicht, mein 8er nicht. Alle haben das nicht, aber ich habe es. Ich habe hier Special-Angebote. Gönne ihn dir, Doc. Aber denk dran, nicht im Game. Como? Muss ich mir schon wieder was kaufen oder was? Verdammt. Muss ich mir jetzt schon wieder was kaufen? Immer in der Aufnahme. Immer in der Aufnahme. Gönn ihn dir doch. Aber denk dran, nicht in-game. Richtig, nicht in-game kaufen. Jawohl, nicht in-game kaufen. Aber ihr seht das hier, mit meinem Rathaus 15 habe ich Weekly Special Deals. Ich weiß nicht, ob ihr das schon jemals gesehen habt. Ich glaube, Supercell hat das nur für mich gemacht. Nur für mich. Ja? Weil die wissen, ich will mit dem Account hier auch 16 werden und könnte das natürlich viel schneller werden mit Bilder-Potions, mit Forschungstränken, mit einem Book of Everything, also ein Universalbuch, und die anderen beiden Bücher habe ich scheinbar. Aber das nur für mich, und die Sachen sind echt günstig. Leute, ein Universalbuch für 630, streng genommen würde ich da draufklicken. Streng genommen würde ich da echt draufklicken, weil es ist wirklich günstig. Und auch die anderen beiden Bücher sind recht günstig, wobei ich sagen muss, die kosten sonst immer 925 Gems, glaube ich. Gibt es die im Moment überhaupt hier für mich auch? Ja, gibt es auch 925, da seht ihr das Book of Fighting. Aber im Special bekomme ich es für 630. Und das habt nur ich. Oder? Ansonsten könnt ihr mir Screenshots in Discord schicken, ob ihr das auch habt. Aber ich habe das bei keinem meiner Accounts gesehen, dass ich hier eine Kachel habe, Special. You can buy now these magic items multiple times each week. Each week sogar. Cool, ich kriege das jede Woche jetzt. Ist das nicht geil? Ich kriege das einfach jede Woche. Und jede Woche müssen wir hier angreifen. Ein bisschen Clash of Clans geht auch. Wir kaufen uns gleich den Skin. Ja, ja, ich kaufe ihn gleich. Achso, das, was ich euch natürlich nicht vorenthalten will, das ist kein Angebot, was ihr, warte mal, ich schalte mal eben um auf die große Szene hier, was ihr im Shop bekommt. Also hier im Shop, ich bin hier jetzt auch mit Avatar drin, das ist ja dieses Icon von Avatar. In-game kann man das ja sehen, also im Moment bin ich mit einem anderen Account eigentlich drin, als ich, dass ich hier bin mit meinem Account. Und ihr seht das hier, das Ding gibt's hier nicht. Ja, das Ding gibt's hier nicht. Also diese Special Offers, die sind hier, die gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht. Und ich kann euch auch nur sagen, guckt ab und zu mal mit euren Main-Account in Shop oder auch mit den anderen Accounts, denn ihr könnt hier natürlich immer noch Bonus holen. Guck mal, ich kann hier claimen, weil ich heute wohl gespielt habe. Ich habe wohl irgendwie gespielt. Ah ja, ich habe 10 Punkte gemacht, weil ich glaube, ich mit dem hier gekauft habe in der letzten Saison. Ne? Ich kann das also claimen und dann kriege ich das gleich in-game. Je mehr ihr hier kauft, desto mehr bekommt ihr hier an Bonus. Und ihr seht ja hier, was es hier alles gibt. Gems, ein paar Mauerringe und natürlich die Items, die ihr kauft. Aber die Items, die ich euch eben gezeigt habe, also diese hier, da habt ihr das. Hier habe ich das Bonus-Ding jetzt gerade gekriegt. Aber die Items hier, die gibt es halt im normalen Shop nicht. Ja, so muss ich sagen. Und last but not least wollte ich jetzt mal gerade den Account switchen, weil ich habe ja immer diesen Fehler gemacht, dass ich mit dem verkehrten Account Switch Account, ich gehe jetzt mal mit Thorsten rein, immer mit dem verkehrten Account den Skin gekauft hat. Also wir switchen noch mal gerade zurück. Ihr solltet auf jeden Fall den Skin aus dem Shop kaufen und nicht in Game, denn hier im Shop bekommt ihr noch ein paar Punkte dafür. Wie viel sind es insgesamt? Was sollte ich mir jetzt nochmal holen? Das Ding sollte ich mir holen, ne? Guck mal, ich kriege noch 500 Punkte oben drauf. Das heißt 500 Punkte gleich. 40, 100, 40, ja. Wir gucken gleich mal, was ich noch so bekomme. Aber ihr seht das ja, es lohnt sich auf jeden Fall hier immer mal wieder in den Shop zu kommen. Schauen, hier habe ich auch wieder die Trainingspotion bekommen, obwohl ich gar nicht alle Challenges gemacht habe, weil ich noch gar nicht alle Punkte gemacht habe. Ihr seht das hier, ich muss noch 5 Town Halls zerstören und zweimal den Bonus
in der Village machen, in der Home Village. Hab noch 2 Tage, 8 Stunden Zeit. Aber wer guckt hier schon rein? Ne? Wer guckt hier schon rein? Ich sicherlich nicht, aber ich gucke jetzt wieder hier rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch kurz mal auf den Account drauf. Aber das andere Angebot, Leute, das habt ihr halt nicht Cinemate da. Aber das andere Angebot, Leute, das habt ihr in jedem Fall nicht. Also hier mit meinem 16er, ihr seht, da fehlt die Karre Special. Obwohl ich hier auch noch Mauern zu tun habe. Ne? Ich meine, mehr ist es nicht. Nur noch Mauern. Ich mache alles in der Schmiede. Aber jetzt schlage ich erstmal eben in den Supercell Shop zu. Für ein paar lausige Punkte. Also, ich zeige euch das nicht, damit ihr meinen Daumenabdruck nicht seht. Beziehungsweise nicht seht, wie hinten meine Adresse hier ist. 1199. Checkout. Aber vielen lieben Dank. I agree, PayPal, so. Man kann mit Google Play, PayPal und Kreditkarte bezahlen, wie ich das sehe. Jetzt muss ich aber sehen, dass ich das hier benutze. Okay, Kauf abschließen. Vielen Dank für den Skin. Da kommt er. Oh, Processing, Payment. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, aber ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch diese Kachel habt oder ob ihr sie nicht habt. Ich habe sie und ich glaube, sie ist nur für mich gemacht. Ja, aber ihr seht, jetzt kommen die Sachen rein hier und ich habe so ein paar Punkte dazu bekommen. Also, ich bekomme jetzt 100 Gems, eine Resource Potion, nochmal 25 Gems und eine Bilder Potion. Pass auf, 100 Gems, eine Resource Potion, 25 Gems und eine Bilder Potion. Und das finde ich wirklich wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und hier haben wir auch den Warden. Halt, da war. Den equippen wir auch, weil ich finde ihn eigentlich ganz gut. Kann ich, hallo. Obwohl der auch schön ist. Ich mag den auch hier mit dem Auge, ne? Wir equippen den mal noch nicht. Es ist ja noch nicht Olympiade, ne? Aber ihr seht schon, es kommt eine ganze Menge Gems noch mit dazu. Wenn ihr im Shop von Supercell kauft, also geht auf jeden Fall in den Webshop und kauft nicht hier, weil hier bekommt ihr die Punkte nicht, aber hier ist der Offer jetzt auch weg. Ja? Ich wollte es nur noch mal gesagt haben, schreibt mir mal in die Kommentare, ob das jetzt echt nur für mich Toto Class Special gemacht wurde, wenn man Rathaus 15 oder ob ihr diese Specials auch habt und wenn ja, weichen sie vielleicht ab. Manchmal weichen die Sachen ja ab, genau wie in dem Pass. Manche haben hier, machen ein paar Monolithen und manche haben hier, mache die nicht. Ja, ist auch manchmal ein bisschen unterschiedlich, habe ich jetzt mal mit Chromo festgestellt, dass es da auch Unterschiede gibt. Wenn ihr der Meinung seid, die krummelige Folge hat euch trotzdem gefallen, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Und ich verweise nochmal auf https://twitch.tv/totoclash. Dort sind wir meistens montags, mittwochs und freitags online. Alle anderen Tage Discord beachten, Link in der Description below, also unter diesem Video hier. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, Leute. Euer Toto. Clashed.